Krautwickel bzw. in diesem Fall Wirsingroulade mit einer Folienkartoffel nach einer ganz eigenen Art. Wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. In unserem Fall ist unser Kraut Wirsing. Ich habe hier ein kleines Exemplar rausgesucht. Macht natürlich Sinn, etwas mit großen Blättern sich rauszusuchen. Dann natürlich Hackfleisch, 800 Gramm Rinderhack. Wir haben ein bisschen Bacon, ein Ei. Das hier ist ein bisschen Brot vom Vortag, eine Scheibe und dann mit Milch aufgegossen. Hier haben wir 20 Gramm Paprika Edelsüß und 3 Gramm Chilipulver. Chilipulver natürlich optional, ihr wisst, bei uns muss immer ein bisschen was mit Pep dazu. Könnt ihr auch weglassen. 3 Zwiebeln. Hier haben wir einen Rinderfond, nachher noch für die Soße. Könnt ihr natürlich auch komplett selber ziehen, mache ich jetzt heute nicht. Salz, Pfeffer und unsere Beilage. Folienkartoffeln, die wir nachher noch etwas pimpen werden. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, Zutat, aber wie ihr schon gesehen habt, Parmesan und Schnittlauch. Parmesan. Und als erstes gehen wir rüber zu unserem Dutch, der schon auf dem Grill vorheizt oder vorgeheizt ist, und wir lassen uns was Bacon aus. Unsere erste Ladung groben Speck, ca. 150 Gramm, schmeißen wir jetzt schon mal hier rein. Lassen das aus und in der Zwischenzeit geben wir uns schon unsere Wirsingblätter aussuchen. Jetzt geht es an die Blätterwahl, wie gerade angesprochen. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal etwas leicht vorbereitet. Die ersten paar Blätter. So, das machen wir jetzt so lange, bis wir sagen, die Blätter sind uns zu klein zum Wickeln. Und dann kommen die Blätter für 2 Minuten in kochendes Wasser, nennt man blanchieren, damit die uns gleich beim Wickeln nicht reißen. Deshalb müssen wir jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Kochendes Wasser ist jetzt nicht mehr ganz. Ich habe das Wasser jetzt schon mal vorgekocht. Das steht jetzt hier mit Deckel drauf. Das wird trotzdem reichen zum Blanchieren. Muss ich nicht jetzt hier noch mit dem Topf agieren. Deckel auf. Blätter rein. Ihr seht, jetzt haben wir auch ein bisschen Fett in unserem Dutch. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Die brauchen ja auch nur ein paar Minuten zum glasig werden. Und im letzten Schritt, wir gehen jetzt nochmal rüber ans Schneidebrett und schneiden uns den restlichen Wirsing schön klein. Und der kommt hier auch noch mit rein. Aber nur ganz kurz, weil der wird uns sonst auch hier bei der Hitze direkt wegbrennen. Der kommt nur ganz kurz mit rein, wird quasi untergehoben. So, wie ihr seht, den Wirsing schneiden wir uns jetzt ganz fein. Und dann braucht der halt auch im Dutch gleich beim Unterheben wirklich nur ein Minütchen. Kommen wir zum Hackfleisch. Wie eben schon erwähnt, 800 Gramm Rind. Dazu kommt jetzt ein Ei. Dann haben wir hier die Brotscheibe, die in Milch eingelegt war. ...20 Gramm Paprika Edelsüß, 3 Gramm Chili, wie gesagt, Chili optional. So, und jetzt kommt ganz kurz ein Thema reingebaut, wo man sich sonst nicht so Gedanken drüber macht. Ich habe mich da mal bei einem Besuch von Markus, dem Chef Markus, der war ja hier zu Gast, darüber unterhalten, beziehungsweise er hatte mich gefragt, wie ich Hackfleisch würze, vom Salzverhältnis her. Dabei kam raus, 1 Gramm Salz auf 100 Gramm Hackfleisch kann man wohl rechnen, und dann hat man ein sehr gutes Ergebnis. Ohne jetzt viel rum zu experimentieren, auszuprobieren, hast du nicht gesehen. Hörte sich ehrlich gesagt für mich ein bisschen wenig an. Ich habe immer diese typische Taktik, ich habe alles hier so ausgebreitet und dann kurbel ich mir einen ab. Bei Hackfleisch, jetzt Frikadellen, auch mal ruhig ein Probestück, ein kleines, und dann war es das. Aber wenn man mal richtig überlegt, 1 Gramm auf 100 Gramm, beziehungsweise hier bräuchten wir jetzt 8 Gramm, was das bedeutet. Schaut mal hier. Klar, das ist jetzt ein weißes Gefäß, ist egal.
Das sind jetzt schon 7 Gramm Salz. Sprich, mir fehlt noch 1 Gramm. So, und jetzt schaut mal her, wie lang man kurbelt für 1 Gramm Salz. Was ich euch damit zeigen will, 8 Gramm auf diese Menge Hack ist gar nicht so wenig, wie es sich anhört. So, jetzt weiter am Text, genug Unterrichtsstunde. Jetzt kommt nur noch Salz, Pfeffer. Und bevor wir das jetzt ordentlich durchkneten, kommt vom Grill frisch unsere Zwiebel, Speck, Würzingmasse mit dazu. Unsere Würzingblätter liegen inzwischen hier zum Abtropfen und wir heben unsere Masse jetzt hier unter. Am besten natürlich mit den Fingers. Aber es ist jetzt noch ein bisschen heiß. Ich versuche es mal so gut es geht so. Unser Dutch steht inzwischen wieder Ofenfeuer. Habe jetzt einen kleinen Stich Butter reingetan. Die andere Hälfte von unserem Speck kommt dazu. Und schon mal ein kleiner Schluck von dem Rinderfond. Dann machen wir den Deckel auch wieder zu. Und da kommen gleich die gerollten Krautwickel rein. So, Blatt in Position bringen. Dann 3 Esslöffel. Würde ich mal veranschlagen, so bei der Blattgröße. Kommt natürlich auf die Blätter an, ne? Ist ja logisch. Bisschen Form bringen. Verdichten. Und dann wird gewickelt. Ich würde sagen, das wird jetzt hier, ist der harte Strunk. Vielleicht nochmal knacken. Ah, geht. So. Und dann werden die auf die Nahtstelle quasi gelegt. Und später halt beim Anbraten gleich, dass wir die Fläche als erstes drauflegen. Und dann wird das Ganze auch halten. Das sind unsere Wickel. Ich habe jetzt 3, 6, 9 Stück aus den vorhin erklärten, gezeigten Zutaten. Und damit gehen wir jetzt rüber. Schon mal Platz gemacht. Wie gesagt, mit der Nahtstelle als erstes anbraten. Hier haben wir jetzt gut Hitze drauf, wie ihr sehen könnt. Braten jetzt schön kräftig an. Drehen die dann gleich auch mal natürlich um. Und wenn wir die von beiden Seiten scharf angebraten haben, gießen wir mit dem restlichen Fond auf und lassen die köcheln. Wahrscheinlich 40 Minuten ungefähr. 2 bis 3 Minuten habt ihr diesen Bräunungsgrad. Vorsichtig umdrehen. So schaut das Ganze jetzt aus nach circa 6 Minuten. Jetzt nehmen wir uns unseren Rinderfond und gießen den einfach schön hier rüber. Den Grill habe ich jetzt natürlich noch mal auf Vollgas schon mal gestellt, damit das möglichst schnell jetzt anfängt, vernünftig zu köcheln. Dann könnt ihr natürlich vom Dutch Ofen Deckel drauf machen oder wie jetzt in der Version, wenn ihr es nicht über offenem Feuer macht, einfach den Deckel vom Grill runter machen. Und wie gesagt, 35 bis 45 Minuten muss man halt einfach einmal anschneiden. Und jetzt kümmern wir uns um die Beilage. Parmigiano. Beilage, habe ich euch vorhin erzählt, Folienkartoffeln. Ja, die sind auch noch ein bisschen warm. Habe ich jetzt natürlich schon mal vorbereitet, damit wir jetzt hier nicht auch noch zeigen, wie wir Kartoffeln einpacken und erhitzen. Müsst ihr natürlich die großen kaufen. Seht ihr jetzt hier beim Auspacken. Vernünftig einwickeln und dann 200, 220 Grad, 40, 45 Minuten ist das Ganze auch schon fertig. So, was haben wir uns für heute ausgedacht zu unserem Gericht? Ich schneide den Kollegen jetzt mal auf.
Also es wird keine klassische Folienkartoffel hier mit Quark. So viel ist schon zu verraten. Die ist so groß. Ich schneide die hier auch nochmal. Quasi den Kartoffelschmetterlingsschnitt. Wer kennt ihn nicht? Jetzt kommt hier ein bisschen Butter rein. Die stand einfach nur neben dem Grill. Ist angeschmolzen. So, die Alufolie wird natürlich weiterverwendet. Da bauen wir uns so eine Art Schiffchen draus. Dann können wir das nämlich gleich direkt als Form benutzen. Weil die kommen gleich nochmal auf den Grill. Und zwar hobeln wir uns da jetzt schön dick Parmigiano. Einfach hier schön reinfächern. Waren das jetzt zwei Hände ungefähr. Bisschen Pfeffer. Salz würde ich jetzt gar nicht machen, weil Parmesan ist ja schon sehr kräftig. So, nehmen wir noch was Schnittlauch dazu. Ruhig ein bisschen gröber, das Ganze. Auch einfach mit da drauf. So, und dann geht der Kollege nämlich so in dieser Schiffsform auch nochmal auf den Grill. Kommt man direkt mit. Ich zeige es euch einfach. Machen wir gleich nochmal eine Totale, wenn alles drauf liegt. Wir haben jetzt hier eh noch oben Platz. Fächern das einfach schön hier oben drüber. So schaut's aus. Kartoffelchen schön hier alles angeschmolzen. Und die Wickel kommen jetzt hier raus. Ich habe jetzt eben einen angeschnitten. Das ist durch. Die hole ich jetzt raus, damit wir nämlich dann aus dem restlichen Sud und jetzt noch ein Söschen ziehen, nämlich. Das heißt, Söschen ziehen, das ist ja in dem Sinne schon fertig. Die binden wir nur noch mal kurz ab. Hier ist der angeschnittene. Und zum Abbinden nehmen wir jetzt einfach Speisestärke in heißem Wasser aufgelöst. Auch gar nicht mal so viel. Werdet ihr jetzt sofort sehen. So viel Flüssigkeit ist das jetzt ja auch nicht mehr, aber das wird reichen. Ihr könnt sowieso bei Bedarf immer mit einer Brühe eurer Wahl aufgießen, wenn euch da die Flüssigkeit zwischendurch flöten geht. Und das ist hier unten jetzt purer Geschmack. Die groben Stücke kurz hochgeschoben. Speisestärke. Umrühren. Das sollte jetzt von der Hitze noch reichen. Das macht ihr halt bis zur gewünschten Stärke. Und dann kann der Speck auch wieder runter. Und fertig sind wir. Guckt euch an, wie kräftig dunkel unser Söschen geworden ist. Hier nochmal in der Nahaufnahme unsere Folienkartoffel, Parmesan komplett zerlaufen. Oh, ich freue mich. Komm, lasst uns direkt anschneiden. Zup, zup, euch das an. Schön ins Söschen tunken. Oh Mann. Ist es zu heiß oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf geht's. Boah. Alter Vater. Oh.
Pure Herbstatmosphäre hier auf dem Teller, ey. Das ist nicht negativ gemeint. Boah, ist das intensiv. War richtig gut. Super. Die Kartoffel dazu. So, guck hier rein. Wisch mal was Schnittlauch. Parmesan. Bisschen Kartoffel pur. Pfeffer hat man ja auch noch mit drin. Was ist das? Parmesan. Man muss natürlich auf Parmesan stehen. Tue ich in meinem Fall. Und jetzt wird das natürlich kombiniert. Oh Mann, ich schneide mal erst hier raus. Oh, das ist eine super Kombi. So, Kartoffelchen, Schnittlauch, Parmigiano. So, komm her. Gewinnt keinen Schönheitspreis. Aber wie sagt Markus Rühl so oft, es muss nicht schmecken, es muss wirken. Boah. Fertig. Krautwickel durchgespielt. Diese Folienkartoffel so in der Variante mit dem Wickel, wie wir ihn gezaubert haben hier. Mit der Soße noch am Ende drüber. Boah, göttlich. Das sollte es auch schon gewesen sein. Wie immer, am Ende des Videos liken, teilen, kommentieren und abonnieren, um mich weiterhin zu unterstützen. In diesem Sinne, euer Major. Ciao.